Wir sind hier am Stand von 9Level, sprechen mit dem Geschäftsführer, Herrn Krumm. Herr Krumm, was genau versteht man unter Value System? Value Systems heißt natürlich übersetzt Wertesysteme, und Wertesysteme prägen unser Verhalten. Das heißt, was ist uns wichtig, was möchten wir tun, und damit, wenn ich ein Bewusstsein dafür habe, was ist mir wichtig, welche Wertesysteme prägen mein Verhalten, kann ich natürlich mein Verhalten besser steuern und vor allem auch Konflikte vermeiden oder auch erklären. Gibt es verschiedene Arten von Wertesystemen? Grundsätzlich durchlaufen Menschen, Gruppen und Organisationen vermutlich immer die gleichen Entwicklungsstufen von Wertesystemen. Deswegen haben wir auch den Begriff 9 Levels, also weil es verschiedene Wertesysteme gibt. Und wir haben eben ein Tool entwickelt, mit dem man die verschiedenen Wertesysteme auf Personen, auf Gruppen und auf Organisationsebene messen kann. Wie funktioniert denn so ein Bewertungssystem? So ein System ist, man muss sich das vorstellen, ist eine Online-Befragung, und ich kann eben der Einzelperson, der Gruppe oder der ganzen Organisation einen Zugang schicken, der übers Internet dann funktioniert, und die füllen einen Fragebogen aus, mit dem man dann dieses Wertesystem, was für die meisten ein sehr klares, wichtiges Thema ist, aber die wenigsten können es wirklich greifen, und wir können es eben messbar machen. Welchen Effekt hat so ein erfolgreiches Value-System? Es geht vom Grund her immer darum, dass die Wertesysteme zu den Herausforderungen der Umwelt passen. Das heißt, wenn sich die Umwelt verändert, sollten meine Wertesysteme sich auch verändern. Also zum Beispiel für Organisationen hat sich mein Markt verändert, es sind neue Technologien auf den Markt gekommen, haben sich Wettbewerber verändert. Dann muss ich gucken, dass ich auch mit meinem Wertesystem als Organisation, als Gruppe oder auch als Führungskraft zum Beispiel mich einfach weiterentwickle. Welche Rolle spielt denn die Unternehmenskultur in aller Regel? Die Unternehmenskultur basiert letztlich auf dem Wertesystem. Das heißt, was ist uns wichtig, was hat sich auch bewährt? Das Problem an der Unternehmenskultur ist eine Rückwärtsbetrachtung. Das heißt, was war in der Vergangenheit sehr erfolgreich, muss aber nicht zukünftig für die Zukunft erfolgreich sein. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Herausforderungen stellen sich für mich in der Zukunft, damit ich dann meine Unternehmenskultur anpasse. Und das ist ein Prozess, den kann ich verändern. Das ist aber kein schneller Prozess. Da braucht man Geduld und vor allem auch die komplette Top-Management-Etage mit dabei, um die an Bord zu haben. Wunderbar, dann bedanke ich mich recht herzlich, wünsche noch eine erfolgreiche Messe. Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.